Hepatitis B vorbeugen. Impfen und Verhaltensmaßnahmen. Hepatitis B vorbeugen. Ein erhöhtes Risiko einer Hepatitis B-Ansteckung besteht trotz der eher geringen Zahl chronisch infizierter Menschen in Deutschland. Bestimmte Verhaltensregeln im Alltag, wie die Nutzung von Kondomen, Schutzhandschuhen und Hygienemaßnahmen, schützen. Die Hepatitis B-Ansteckung, HBV, ist eine tückische Erkrankung. Bereits geringe Mengen infizierten Blutes reichen für eine Ansteckung aus. Zudem kann das Virus durch den Kontakt mit anderen Körperflüssigkeiten wie Sperma, Scheidensekret, Speichel oder Tränenflüssigkeit übertragen werden. Auch außerhalb des Körpers kann das Virus längere Zeit überleben. Neben der vorbeugenden Impfung, die den sichersten Schutz bietet, lässt sich eine Hepatitis B-Ansteckung durch einfache Verhaltensmaßnahmen vermeiden. Geschlechtsverkehr mit Kondom ein Muss bei Unbekannt. Am häufigsten kommt es hierzulande zu einer Hepatitis B-Ansteckung durch ungeschützten Sexualverkehr. Nach Schätzungen gehen derzeit 60-70% aller Neuinfektionen mit Hepatitis B auf eine sexuelle Übertragung zurück. Die Benutzung eines Kondoms beim Sexualverkehr, insbesondere bei wechselnden Partnern, schützt daher nicht nur vor HIV und Geschlechtskrankheiten, sondern auch vor einer Ansteckung mit Hepatitis B. Geschlechtsverkehr mit Kondom ist daher ein Muss, wenn der Partner nachweislich Virusträger ist, sich also bereits mit Hepatitis B angesteckt hat. Persönliche Gegenstände sollten nur bedingt mit anderen Personen geteilt werden. Das gilt vor allem für Gegenstände, die mit Körperflüssigkeiten oder gar Blut in Berührung kommen können, wie Rasierapparate, Zahnbürsten, Ohrringe und Nagelscheren. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn ein Familienmitglied nachweislich mit Hepatitis B infiziert und Virusträger ist. In diesem Fall sollte vorsichtshalber auch auf den gemeinsamen Gebrauch von Handtüchern, Geschirr und das Besteck verzichtet werden. Darf ein infiziertes Kind in den Kindergarten? Ist bei einem Kind eine chronische Infektion mit Hepatitis B bekannt, müssen die zuständigen Erzieher im Kindergarten oder Schulort sowie die Lehrer darüber informiert werden, damit Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden können. Ein Ausschluss der betroffenen Kinder vom Besuch des Kindergartens oder der Schule ist nicht zu tolerieren. Verletzen sie sich oder haben sie eine offene Wunde, sollten die Kinder nicht an Spielen oder am Sportunterricht teilnehmen, wenn es dabei zu intensivem Körperkontakt kommt. Sie sollten außerdem ihre eigenen Handtücher benutzen. Schutz vor einer Hepatitis B-Ansteckung im Arbeitsalltag. Beschäftigte im Gesundheitswesen, die täglichen Umgang mit Patienten haben, sind einem erhöhten Risiko einer Hepatitis B-Ansteckung ausgesetzt. Neben der vorbeugenden Impfung sollten Sie die hygienischen Vorschriften zur Entsorgung von Spritzen und Kanülen beachten, sowie bei risikoreichen Tätigkeiten Handschuhe und eventuell weitere Schutzkleidung, Mundschutz, Schutzbrille, tragen.
Vorsicht beim Piercing und Tätowieren. Instrumente, die zum Ohrloch stechen, Piercing oder Tätowieren verwendet werden, stellen eine potenzielle Gefahrenquelle für eine Hepatitis B-Ansteckung dar. Es muss deshalb gewährleistet sein, dass benutzte Bestecken nach dem Gebrauch gründlich gereinigt werden. Wer sich ein Tattoo anfertigen lassen möchte bzw. Ohrlochstechen oder Piercing plant, sollte sich der Gefahr bewusst sein und die entsprechenden Angebote im Vorfeld sorgfältig prüfen. Innerhalb der Drogenszene ein hohes Ansteckungsrisiko besteht bei Drogengebrauch mit verunreinigten Spritzen. Werden Nadeln oder Spritzen von mehreren Personen verwendet, ist die Gefahr einer Hepatitis B-Ansteckung sehr hoch. Schätzungen zufolge haben die Hälfte bis zwei Drittel aller Drogennutzer, die sich Substanzen in die Venen spritzen, eine Hepatitis B-Infektion durchgemacht. 3 bis 5% gelten als chronisch HBV-infiziert und können andere Personen jederzeit anstecken.